Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Typ mit der Zunge, ist der Till. Warum machst du das? Kommen wir später zu. Aha. Am 28. November haben wir wieder ein Geburtstagskind. Ja. Und das ist? Fabio Grosso. Fabio Grosso, genau. Das ist ein italienischer Fußballer und Weltmeister. Ja, 2006 Weltmeister. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat Deutschland rausgeschossen. Der hat das entscheidende Tor geschossen, dass die Deutschen irgendwie... Piu. Deshalb ist er Weltmeister und steht hier als wichtiger italienischer Fußballer. Hätte er es nicht gemacht, würde er hier nicht stehen. Fabio Grosso, ehrlich. Am 28. November ist Max Merkel gestorben. Ach. Max Merkel, österreichischer Fußballspieler und Trainer. Max Merkel, sehr berühmt in der deutschen Bundesliga gewesen. Stirbt in Putzbrunn. Mhm. Ja. Und sehr fußballastisch. War Trainerlegende und bekannt für seine Sprüche. Also der hat ganz viele Sprüche irgendwie kreiert und hat dann auch für eine große deutsche Tageszeitung, ist ja falsch, eine große deutsche Zeitung. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Hat er, was willst du mit deiner Zunge als Mann? Hat er irgendwie geschrieben und hat er irgendwelche Kolumnen gemacht. So, und jetzt kommt bestimmt irgendwas mit der Zunge am 28. November. Was denn? Das ist der Fakt des Tages. Also, Fakt des Tages. Ja. Und zwar, ein Krokodil kann die Zunge nicht rausstrecken. Alter. Das heißt, du bist schon mal kein Krokodil. Richtig. Ja. Und auch nicht von Sternzeichen irgendwie, von Aszendent oder sonst irgendwas. Krokodil. Genau, Aszendent-Krokodil. Nee, bist du nicht? Nein. Nee. Okay, also wir haben jetzt gelernt, Krokodil kann die Zunge nicht rausstrecken. Ja, Max Merkel ist heute gestorben. Das war 2006, ja, am 28. November. Und so ein komischer Fußballer aus Italien hat Geburtstag. Den Namen wollen wir nicht nennen, weil ganz wenige Italiener nur zusehen. Und wenn jetzt ein Italiener zusieht, ja. Und wenn ein Italiener zusieht, dann schreibt er jetzt unten in die Comments, schreibt da rein, Fabio Grosso, Fabio Grosso, Fabio Grosso. So, reicht ja. Oh ja, bitte mach das. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen am 29. November. Bis dann.